Heute am Tisch mit Konditormeisterin und Schokoladenkennerin Annette Klingelhöfer aus Marburg. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Erst einmal herzlich willkommen, Frau Klingelhöfer. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Danke. Sie sind nicht nur Schokoladenkennerin, Sie sind auch Schokoladengenießerin und Sie sind Schokoladensommelier. Eine von 12 Schokoladensommeliers weltweit. Darüber werden wir natürlich sprechen. Den Begriff kennt man ja eigentlich aus dem Weinmetier, aber dass es jetzt auch so etwas für Schokolade gibt, war für mich auch neu. Da bin ich ganz gespannt, was Sie zu erzählen haben. Aber eines vielleicht mal vorweg. Also wenn man Schokoladensommelier wird, dann ist ja klar, dass man Schokolade gerne mag, dass man Schokolade gerne genießt. Und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ist das schon immer so bei Ihnen gewesen? Ja, ich liebe Schokolade wirklich seit meiner Kindheit. Ich bin Konditormeisterin. Ich bin in einem Familienunternehmen groß geworden. Das heißt, ich bin von Kindesbeinen an mit meinem Vater in der Backstube gewesen, durfte immer mal auf dem Tisch sitzen, ihm beim Backen zugucken, nebenbei ein Stückchen Schokolade naschen und bin so nach und nach wirklich an das Produkt Schokolade rangeführt worden und habe mich da seit meiner ganzen Ausbildung schon für begeistern können und freue mich, dass ich mich jetzt wirklich eine der ersten deutschen Schokoladensommeliers nennen darf. Mhm. Das war eine ganz besondere Auszeichnung und Fortbildung für mich, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Zur Ausbildung kommen wir gleich. Bleiben wir erstmal bei der Schokolade an sich. Wenn Sie sich so intensiv mit Schokolade auseinandersetzen, jetzt schon so seit vielen Jahren, man wird ja, glaube ich, mit der Zeit anspruchsvoller. Was zeichnet denn für Sie eine gute Schokolade aus? Also ich bin ein sehr großer Liebhaber von Zartbitterschokolade. Also ich favorisiere immer ein bisschen mehr die dunkle Schokolade zu der Milchschokolade. Einfach weil in der Kakaomasse, also in dem Teil der Schokolade, die Schokolade eben so dunkel macht, wirklich die ganzen Aromen drin stecken. Da steckt Frucht drin, da stecken Röstnoten drin, Karamellnoten. Da können wir Rahmnoten rausschmecken und das macht eine gute Schokolade für mich aus. Deswegen so alles um den Bereich 70-75% favorisiere ich. Das ist meine absolute Lieblingsschokolade. Kann man Sie noch mit einer guten Schokolade überraschen? Ja, sehr oft. Ich reise sehr viel. Ich bin viel in Belgien, in der Schweiz und in Frankreich unterwegs. Besuche dort auch immer wieder Kollegen. Und natürlich verstehen die auch sehr, sehr viel von Schokolade. Gerade die Belgier, da kommt es ja wirklich ursprünglich her. Von dem her kann man sich da immer wieder ganz neue Kreationen überraschen lassen und entdeckte auch immer sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, 20 Jahre, 30 Jahre vielleicht auch schon, da gab es die typische Herrenschokolade. Das waren, glaube ich, so 33% Kakaoanteil. Das war das Höchste, was man bekommen konnte, zumindest in Deutschland, dass ich mich erinnern kann. Das hat sich ja wirklich verändert. Heute bekommt man Schokolade bis 99% Kakaoanteil. Ja. Da ist ja eigentlich kaum noch was anderes drin. Die schmeckt dann auch wirklich nur noch herb, als würde man wirklich Kakaopulver auf der Zunge zergehen lassen. Ist das auch etwas, was Sie genießen können? Also 99%, das verwende ich in der Konditorei gerne zum Backen, weil man dadurch natürlich in seinen Marmorkuchen, in seinen Rührkuchen, in seinen Schokoladenbrownie sehr, sehr viel Kakaoaroma reinbekommt. Zum reinen Verzehr mag ich es nicht so gerne. Also so alles bis 80-85% finde ich sehr, sehr angenehm. Das ist auch dann noch was Schönes, Fruchtiges hat. Alles, was darüber geht, wird oft schon, wie Sie richtig sagen, sehr, sehr herb. Also da muss man dann wirklich schon ein sehr, sehr besonderer Genießer für sein. Man kann sich aber, glaube ich, auch herantasten. Ne? Ich glaube, viele fangen irgendwie an bei 30-50% und dann wird es immer ein bisschen mehr, weil man immer mehr so diesen typisch herben Geschmack lieben lernt. Das ist richtig. Also man kann sich da wirklich auch selber so ein bisschen reinfuchsen und reinarbeiten. Je öfter man dunkle Schokolade probiert, desto mehr lernt man die Nuancen zu schmecken. Und dann kommt es natürlich noch so ein bisschen auf die Qualitätskriterien an. Was für uns Schokoladensommeliers sehr, sehr wichtig ist, ist die Conchierzeit. Was heißt das genau? Genau, das ist in der Schokoladenverarbeitung ein ganz wichtiger Schritt, wo die Kakaomasse in einer ganz großen Conche, das ist so eine ganz große Wanne, da wird der Schokolade Wärme zugeführt, die bewegt sich dann hin und her durch eine Walze und wird so ganz, ganz fein. Das heißt, so bekommt die Schokolade ihren Schmelz zum einen und gleichzeitig verliert sie ihre Bitternoten und manche Säurecharaktere. Und so erhalten wir eine sehr, sehr cremige, weiche Schokolade, die dann eben am Ende auch nicht so herb schmeckt, wie das bei einer Schokolade ist, die vielleicht nicht conchiert wird. Mhm. Woran erkennt man jetzt eine gute Schokolade? Sie haben ja zum Beispiel auch ein paar Tafeln mal mitgebracht. Erkennt man die auch am Aussehen, also am Geschmack natürlich sowieso? Genau, aber man kann das auch schon optisch feststellen. Also wenn man sich eine gute Schokolade mal anschaut, die sollte eine schön glänzende Oberfläche haben. Das zeugt davon, dass der Konditor oder der Schokolatier gut gearbeitet hat, dass er sauber gearbeitet hat
und dass die Kakaobutter eben schön glänzt. Das ist das, was der Schokolade den Glanz verleiht. Und dann hört man das auch. Also wenn man eine Schokolade aufbricht, dann sollte es so ein schönes Knackgeräusch geben. Ich könnte das auch einmal zeigen. Dieses besondere Knackgeräusch ist wirklich ein Zeichen für gute und hochwertige Schokolade, in der halt auch reine Kakaobutter steckt, also das Fett der Kakaobohne und kein Fremdfett. Einer günstigen Schokolade wird auch manchmal gern Palmfett oder so zugefügt. Das wollen wir in einer hochwertigen Schokolade natürlich nicht haben. Auch wenn die so knackt, zergeht die aber sehr weich im Mund, weil eigentlich möchte man ja so dieses zarte Geschmackserleben haben. Und das zarte Geschmackserleben kommt eben genau durch die Kakaobutter. Im festen Zustand knackt die und wenn man sie lange auf der Zunge zergehen lässt, schmilzt sie und wird dann eben ganz, ganz weich. Dazu muss man aber eine gewisse Zeit lang warten, weil die Kakaobutter schmilzt erst, wenn sie 36 Grad erreicht hat. Das heißt, eine gute Schokolade wirklich mal 40, 45 Sekunden auf der Zunge zergehen lassen und dann wird sie weich, dann bekommt sie dieses schöne schmelzig-cremige im Mund. Also auch nicht im Kühlschrank lagern, sonst muss man länger warten, ne? Da muss man deutlich länger warten. Ich empfehle immer Küchenschrank oder Speisekammer. Optimal für die Lagerung, ja. Jetzt haben Sie eben schon so viele verschiedene Aromen der Schokolade erwähnt. Das ist ja schon faszinierend. Für manche ist Schokolade gleich Schokolade. Gut, man kennt die helle, man kennt die dunkle, ja, weiße dann noch. Aber es gibt so viele verschiedene Aromen. Wo kommt das her? Aus der Bohne an sich dann? Viele Aromen stammen tatsächlich aus dem Herkunftsland. Es ist so ein bisschen wie bei einer Weintraube. Also wir können ja auch bei einer Weintraube so ein bisschen sagen, wo kommt der Riesling her? Wurde der auf Schiefer angebaut? Oder der Rotwein aus dem Bordeaux schmeckt eben ganz besonders. Das Gleiche haben wir auch in der Kakaofrucht. Wir schmecken da unterschiedliche Fruchtnoten raus, ob jetzt die Kakaobohne zum Beispiel aus Madagaskar kommt oder ob sie aus Peru kommt. Da bringt sie ganz andere Fruchtnoten her. Also ich habe eine Schokolade dabei aus Madagaskar, die hat ganz, ganz tolle Beerennoten, wohingegen eine peruanische hat eher so Zitrusnoten. Dann kann man aus einer Schokolade auch immer so eine gewisse Röstnote rausschmecken. Manchmal schmeckt sie auch so ein bisschen holzig. Und wenn man sehr, sehr fein seine Sinne trainiert, kann man sogar leicht blumig-florale Noten herausschmecken. Und eine hochwertige Milchschokolade, die mit einem schönen Rahmen hergestellt hat, hat halt auch wirklich immer diesen rahmig, sämig, sahnigen Charakter. Das ist auch ein ganz markantes Aroma. Klingt sehr lecker. Wir werden gleich mal drüber sprechen, wo man diese ganzen Kenntnisse herbekommt, die Sie haben. Hören aber erstmal die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Frau Klingelhöfer. Und das ist Musik aus dem Film Schokolade. Genau, das dachte ich mir, das passt sehr, sehr gut in die Sendung. Das ist also ein schöner, sinnlicher Schokoladenfilm, den bestimmt der ein oder andere Hörer schon mal angeschaut hat. Und eines meiner Lieblingslieder daraus ist eben das Lied Meiner Swing. Und das hören wir jetzt gespielt von Django Reinhardt. Thank you.
Minor Swing. Diese Melodie stammt aus dem Film Chocolat und gewünscht hat ihn sich Annette Klingelhöfer, die heute zu Gast ist in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau Klingelhöfer, Sie sind eine Schokoladensommelière. Das ist noch relativ neu. Man kennt es vom Wein her. Weinkenner, Weinexperte. Wie wird man denn Schokoladensommelière? Müsste man ja die weibliche Form benutzen. Wie wird man das denn? Genau, die weibliche Form ist Schokoladensommelière. Man wird das, wenn man natürlich vorher schon so ein bisschen Vorkenntnis hat im Bereich Schokolade. Ich habe es eben schon mal angesprochen, Schokolade war schon immer meine große Leidenschaft. Ich bin Konditormeisterin in 5. Generation und habe quasi on top noch eine Ausbildung gemacht hier in Deutschland. Die hat 9 Monate gedauert, wo ich mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Schokolade, mit der genauen Herstellung, mit den genauen Herkünften der Bohne auseinandergesetzt habe. Und in der Zeit ich auch natürlich super viel Schokolade probiert habe, musste und sollte, dass man halt irgendwann der Experte ist und sich wirklich gut auskennt, wie schmeckt die jeweilige Schokolade und was kann ich daraus als allerbestes machen. Und dieser Ausbildungsgang ist neu. Also Sie waren sozusagen mit die Erste. Genau, ich war mit 12 anderen, habe ich diese Ausbildung als allererstes in Deutschland gemacht. Es gibt so ein bisschen was Ähnliches in Frankreich schon seit vielen, vielen Jahren, den Chocolatier. Und in Deutschland war das jetzt wirklich der erste Ausbildungszweig, der das angeboten hatte. Man kennt das natürlich aus dem Bereich Wein, wie Sie richtig gesagt haben, schon sehr, sehr lange. Bei uns in Deutschland kennt man den Sommelier mittlerweile auch so ein bisschen im Käsebereich und auch im Brotbereich. Bier, glaube ich, auch mittlerweile. Genau, im Bierbereich. Ja, und jetzt gab es das wirklich mal für Schokolade und ich habe mich super gefreut, dass ich da mitmachen konnte. Da waren sehr, sehr viele Interessenten und dann war es natürlich auch nicht ganz so einfach, da reinzukommen. Ja, es hat mich sehr gefreut, war sehr, sehr spannend. Erstmal gelernt haben Sie aber die Konditormeisterin. Sie kommen aus der Konditorei Klingelhöfer in Marburg, haben gesagt, in der 5. Generation, das ist eine lange Zeit. War es für Sie selbstverständlich, dass Sie gesagt haben, ich übernehme gern mal den Betrieb der Eltern und Großeltern und Ur-Ur-Großeltern? Also als Kind natürlich hat einem das Backen immer schon super viel Spaß gemacht, einfach weil man das vom Wochenende her kannte, dass man da immer mal mitgeholfen hat. Ich selber habe mich schon im Alter von 12, 13 Jahren eigentlich entschieden und gesagt, ich möchte das auch lernen. Habe trotzdem mein Abitur gemacht in Marburg, also habe eine ganz normale Schulausbildung gemacht und bin danach nach Süddeutschland gegangen in eine sehr, sehr gute Konditorei und habe dort meine Ausbildung als Konditorin gemacht. Über 3 Jahre, habe aber bewusst gesagt, ich möchte das nicht zu Hause im Unternehmen machen. Ich verstehe mich zwar mit meinen Eltern sehr, sehr gut, aber man muss ja nicht von früh bis spät miteinander arbeiten. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt erstmal ein paar Jahre woanders hingehen und die Welt erkunden. Man bekommt ja auch neue Impulse. Genau, das war sehr, sehr spannend. Und habe dann nach meiner Ausbildung an diversen Wettbewerben teilgenommen im Konditorenhandwerk. Gibt es das tatsächlich noch deutschlandweit, dass man dann Schokoladenschaustücke baut, dass man an Wettbewerben teilnimmt, wo man besondere Pralinen herstellen muss, wo man besondere Torten machen muss. Das hat mir relativ lang Spaß gemacht. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Und da ich ein Familienunternehmen weiterführe, habe ich dann gedacht, so ein bisschen betriebswirtschaftlicher Hintergrund ist auch ganz wichtig. Habe dann noch berufsbegleitend ein Studium gemacht zum Thema Betriebswirtschaftslehre für Handwerksunternehmen. Das war in Stuttgart gewesen, also auch wieder in Süddeutschland. Habe da sehr, sehr schön in den Weinbergen gelebt. Das war eine tolle Zeit. Neben dem Studium konnte man dann wirklich auch so ein bisschen das Thema Wein genießen. Und das Thema Wein und Schokolade liegt mir auch nach wie vor sehr, sehr am Herzen. Passt ja auch gut zusammen. Passt perfekt zusammen. Ist eine super schöne Ergänzung. Und habe während meinem Studium, da bin ich so ein bisschen auf Wanderschaft gegangen. Man kennt das vielleicht noch so ein bisschen aus dem Bereich der Zimmermänner, wie sie mit ihren schwarzen Hosen und ihren Hüten durch die Lande ziehen und wirklich in unterschiedlichen Betrieben anheuern und dann da eine Zeit lang arbeiten. Das Gleiche habe ich als Konditorin gemacht und bin nach Belgien gegangen und nach Luxemburg und auch nach Deutschland in verschiedene Betriebe und habe dann wirklich 2, 3 Monate mal mitgearbeitet, habe neue Rezepte kennengelernt, neue Produkte, neue Arbeitstechniken. Das war sehr, sehr spannend. Das hat Spaß gemacht. Aber Sie waren zwischendurch auch zu Hause oder waren Sie da wirklich auch die ganze Zeit unterwegs? Ganz so kritisch haben wir es nicht gemacht. Also ich durfte schon immer mal am Wochenende wieder nach Hause kommen. Das war schon erlaubt. Es ging mir da wirklich darum, neue Produkte zu sehen, andere Unternehmen kennenzulernen. Das war eigentlich das Spannende daran. Und ich habe dann auch gerne am Wochenende natürlich gleich was Neues ausprobiert zu Hause. Deswegen war es gut, dass ich immer mal wieder nach Hause konnte.
Haben sich Ihre Eltern gefreut, als Sie gehört haben oder auch schon gemerkt haben, dass Sie als 12-, 13-Jährige so doch das Interesse haben, dann irgendwann mal einzusteigen? Weil das ist ja nicht ganz selbstverständlich und man möchte ja natürlich gerne, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man so eine Familientradition schon so lange aufgebaut hat, das dann auch weiterführen gerne. Ja, also besonders mein Vater hat sich sehr, sehr gefreut. Das Unternehmen gegründet hat mein Ur-Urgroßvater, auch in Marburg. Also wir haben eine wirklich lange Familientradition. Wir sind jetzt mittlerweile über 130 Jahre in Marburg. Das ist natürlich irgendwie auch etwas, was mich sehr, sehr stolz macht. Bisher waren es immer nur Männer, die den Beruf des Konditors gelernt haben. Jetzt war es mal eine Frau, die in die Nachfolge geht. Das war für unser Handwerk schon was Besonderes. Aber sowohl mein Großvater als auch mein Vater waren da sehr, sehr offen und kooperativ und haben mir da wirklich alle Freiheiten der Welt gelassen. Das hat mir es in der Nachfolge sehr, sehr einfach gemacht und sehr erleichtert. Und ich kenne es aus dem Kollegenbereich, also gerade im Konditorenhandwerk sind jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Frauen, die das auch übernehmen, die Betriebe. Und allgemein beim Thema Ausbildung, ich habe super viele Bewerbungen jedes Jahr auf Ausbildungsstellen, die wir anbieten im Bereich Konditorei. Und es bewerben sich eigentlich nur noch Mädchen. Also die Kreativität, das schöne Verspielte am Beruf, das scheint irgendwie vorzugsweise Frauen mittlerweile zu gefallen. Deswegen orientiert sich das gerade alles so ein bisschen um, ja. Und sie hat mir im Vorfeld erzählt, dass auch bei der Ausbildung zur Schokoladensommelier hauptsächlich Frauen dabei waren. Das war auch sehr, sehr frauenlastig. Ja, da hatten wir 5 Männer und der Rest waren auch Frauen, ja. Diese Ausbildung, muss man sich da bewerben oder muss man da bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Was wird da gefordert? Also eine Voraussetzung ist, dass man Konditormeister ist. Unser Handwerk, also das Konditorenhandwerk, ist noch handwerkspflichtig. Gibt es ja nicht mehr so viele in Deutschland. Einfach, weil wir Lebensmittel für Verbraucher herstellen. Und da muss man natürlich eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Hygiene, eine gewisse Vorkenntnis vorweisen können. Also für den Schokoladensommelier war es auch Voraussetzung, dass man Konditormeister ist und dass man mindestens 5 Jahre im Bereich Schokolade schon intensiv gearbeitet hat. Ja, und dann musste man sich bewerben und dann wurde man irgendwann, gab es irgendwie so eine Auswahl, Kriterien, nach denen das entschieden wurde. Es gab wohl relativ viele Bewerbungen und 12 durften dann eben mitmachen. Ja, und irgendwann wurde ich angerufen und gesagt, Frau Klinglöffel, wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Und ja, das war für mich natürlich auch eine schöne Nachricht. Das Interesse für Schokolade war ja schon vorher vorhanden. Jetzt haben Sie natürlich eine Menge dazugelernt. Angefangen von den Anbaugebieten bis hin zu den Aromen. Mhm. Die Aromen herauszuschmecken, das stelle ich mir nicht so leicht vor. Ich glaube, da braucht man schon auch eine Begabung dafür. Kann man das ansonsten auch lernen? Wie sind Sie da vorgegangen? Wie macht man das? Ja, also ich glaube, eine gewisse Begabung gehört schon dazu und vor allen Dingen ein Interesse für das Produkt. Ich bin da ein bisschen anders vorgegangen in meiner Ausbildung. Also ich habe meine ganzen sensorischen Sinne geschult. Das heißt, ich habe mir zu Hause in meiner Küche ein Areal von kleinen Kosmetikdöschen mit verschiedenen Gewürzen bereitgestellt. Das waren am Ende über 500 und mit verschiedenen Zutaten und habe wirklich mit Augen zu meine Geruchssinne und dann auch meine Geschmackssinne trainiert, dass ich die einzelnen Aromen, ob es Zimt ist, ob es Estragon ist, ob es Kurkuma ist, herausriechen kann. Dann ging es aber auch um verschiedene Hölzer, dass man verschiedene Holznoten erriechen kann und dass man wirklich seine Sinne so ein bisschen schult. Das kann man, glaube ich, auch selber zu Hause machen, auch einfach, wenn man mal die Augen schließt, wenn man was isst und bewusst darauf achtet, was schmecke ich eigentlich, beziehungsweise was rieche ich? Weil vieles, was wir über den Geschmack wahrnehmen, geht ja über die Nase. Also über 80% von dem, was wir schmecken, das riechen wir eigentlich und nehmen wir über unsere Riechzellen wahr. Also deswegen wirklich Augen zumachen und bewusst riechen und schmecken, war für mich in der Ausbildung ein wesentlicher Teil, dass ich jetzt am Ende auch sagen kann, ich kann in Schokoladen unterschiedliche Aromen herausschmecken, obwohl man sie gar nicht sieht, weil in einer dunklen Zartbitterschokolade, dass die vielleicht ein bisschen nach Vanille schmeckt, weil die Schokolade aus Madagaskar kommt, das sehe ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Das muss man dann wirklich sich auf seine Sinne und auf seine Zunge verlassen können. Das heißt, Sie können im Ernstfall auch mal das Herkunftsland der Kakaobohne herausschmecken oder vielleicht auch den Kakaogehalt, geht das auch? Der Kakaogehalt geht sogar relativ gut. Also das kann man auch gut zu Hause trainieren, indem man sich mal unterschiedliche Schokoladen kauft. Man kann das selber sehr, sehr gut schmecken, gerade wenn man es lang im Mund lässt. Diese starken Kakao-herben Bitternoten, die kommen meistens sehr, sehr am Ende. Das heißt, je länger man die Schokolade im Mund lässt, desto eher merkt man, wie viel Kakaogehalt hat sie. Wenn Sie jetzt Schokolade herstellen, Sie haben ja in der Konditorei Klingelhöfer auch verschiedene Produkte, die Sie hergestellt haben und die Sie verkaufen. Ja.
Wahrscheinlich variiert das auch mal, oder? Gibt es dort im Frühjahr, Sommer andere Sorten als im Herbst und Winter? Absolut. Ja. Da muss man auch so ein bisschen mit der Saison gehen, mit den Jahreszeiten. Also ganz richtig, im Winter eher eine dunkle Schokolade. Karamellschokolade schmeckt im Sommer sehr, sehr gut. Was das Thema Milchschokolade angeht, das kann man eigentlich das ganze Jahr über gut essen. Und unsere Milchschokoladenprodukte sind auch das ganze Jahr über sehr, sehr beliebt. Es gibt ja auch diese Tendenz, Schokoladen jetzt mit allem Möglichen zu mischen, mit getrockneten Früchten. Es gibt Anbieter, da kann man seine Schokolade selber herstellen. Also zum einen das Thema Schokolade mit was kombinieren. Auch wir stellen ganz viele verschiedene Schokoladensorten her, wobei wir da versuchen, auch mit vielen Gewürzen zu arbeiten, dass man mal kandierten Ingwer reinmacht, Zartbitter mit Chili, eine Vollmilchschokolade mit Fenchel, einfach, dass man so ein bisschen besondere Gewürze reinmacht. Und was ich sehr gerne mit unseren Kunden mache, sind wirklich so Aktivseminare, wo wir gemeinsam Schokoladenprodukte erarbeiten und dann auch mit verschiedenen Schokoladen kreativ werden und da einfach was ausprobieren. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher oder später, aber erstmal hören wir wieder eine Musik. Sie haben uns mitgebracht A Sky Full of Stars, eigentlich von Coldplay, in einer etwas anderen Version. Erzählen Sie mal, was ist das für eine Musik? Genau, also ich bin ein sehr, sehr großer Coldplay-Fan. Schon immer gewesen und Sky Full of Star ist eins meiner Lieblingslieder von Coldplay. Und diese Version von den Symphoniacs habe ich vor knapp einem Jahr in Frankfurt gehört bei einem Konzert. Ich bin selbst so ein bisschen groß geworden mit Klaviermusik, habe viele Jahre Klavier gespielt und Symphoniacs verbindet klassische Instrumente mit elektronischer Musik. Was ich heutzutage ganz gerne höre, von dem ist her, ist das eines meiner Lieblingslieder geworden. Thank you.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Und das war eben der Titel A Sky Full of Stars von Coldplay, gespielt von den Symphoniacs. Gewünscht hat sich diese Musik Annette Klingelhöfer. Sie ist heute zu Gast in der Sendung. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Frau Klingelhöfer, Sie sind Schokoladenkennerin. Wir haben darüber gesprochen, wie man Schokoladensommelier wird. Sie haben viel gelernt über die Schokolade und haben als Konditormeisterin oder auch als Schokoladensommelier bestimmte Schokoladenplantagen, von denen Sie auch beziehen. Und das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Wo kommt die Schokolade überhaupt her? Man kann sie ja nicht überall anbauen. Genau, also das ist ganz richtig. Man kann Schokolade nicht überall anbauen, vor allen Dingen nicht in unseren Breitengraden. Also wir in Marburg haben im Botanischen Garten einen einzigen Kakaobaum, der da unter subtropischen Bedingungen wächst. Aber der trägt leider nur so 2-3 Früchte im Jahr. Also davon könnten wir nicht unseren Schokoladenbedarf decken. Schokolade wächst tatsächlich nur entlang des Äquatorialgürtels, einmal um die Erde rum. Sehr, sehr viel wächst in Westafrika. Die ganz besonderen ausgefallenen Sorten wachsen allerdings eher in Südamerika, in Indonesien, also auch so ein bisschen in den asiatischen Ländern. Es gibt auch schon Schokoladen aus dem Vietnam, aber alles nur um den Äquatorialgürtel. Sie haben ja vorhin schon erklärt, dass die Länder oder die Bohnen dann auch den Geschmack machen oder zum Teil zumindest den Geschmack machen. Da kann ich mir vorstellen, dass Sie auch in verschiedenen Gebieten Ihre Plantagen haben, um eben auch eine möglichst breite Vielfalt dann abdecken zu können. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Also jedes Herkunftsland und jede Verarbeitung in diesem Herkunftsland wirkt sich später auf den Schokoladengeschmack aus. Wir haben für Klingelhöfer unterschiedliche Kakaobohnen. Wir bekommen die teilweise aus der Dominikanischen Republik, teilweise aus Haiti. Wir haben Edelkakao aus Venezuela, eine ganz tolle Sorte aus Peru und einen sehr, sehr fruchtigen Kakao, der aus Madagaskar kommt. Und auf Madagaskar, da hatte ich das große Glück, dass ich in meinem letzten Sommerurlaub einmal selber auf diese Plantage reisen durfte. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Madagaskar ist natürlich kein hochentwickeltes Land, wie wir das kennen. Es ist wirklich noch ein Dritte-Welts-Land. Also es war eine Umgewöhnung, da mal für 3 Wochen zu arbeiten, aber eine sehr spannende Erfahrung. Ich habe auf einer Kakaoplantage gewohnt, also mitten im subtropischen Klima. War sehr, sehr heiß, eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Aber das ist das optimale Klima, was ein Kakaobaum braucht, damit er wächst und damit er Früchte trägt. Und ich hatte dort eben die Möglichkeit, auch mal mitzuarbeiten. Es war gerade Erntezeit, das heißt, die ganzen Kakaobäume hingen voll mit Früchten. So ein Kakaobaum sieht ganz witzig aus, muss man sagen, denn die Früchte, die wachsen direkt am Stamm. Nicht wie man es von einem Apfelbaum kennt, dass da Äste sind, wo die Frucht dran hängt. Nein, diese Kakaobohnen hängen direkt am Stamm und die sind sehr, sehr farbenfroh. Die können gelb sein, orange, grün und sogar knallrot. Also sieht fast unwirklich aus, wenn da Erntezeit ist. Und in einer Kakaofrucht sind 30 bis 45 von den kleinen braunen Kakaobohnen drin. Und die werden wirklich noch von Hand geerntet. Das heißt, die Afrikaner gehen dahin, oder also auf Madagaskar waren es eben die Afrikaner, mit ihrer Machete. Da wird die Kakaobohne vom Stamm abgeschlagen und wird dann direkt auf der Plantage noch halbiert, auch mit der Machete. Das ist ein ganz gekonnter Schlag. Also ich habe da wirklich Tage für gebraucht, bis ich mich das mal getraut habe. Die machen das natürlich im Handumdrehen. Die sind da sehr, sehr geübt drin. Dann sind in dieser Kakaofrucht die Bohnen in so einem weißen Fruchtfleisch drinne. Und dieses Fruchtfleisch, das schmeckt ganz, ganz spannend. Mal schmeckt es nach Banane, bei der anderen Frucht schmeckt es nach Litschi. Bei einer dritten Frucht hat es so einen richtigen Zitronencharakter. Und dann werden die Früchte vor Ort im Herkunftsland fermentiert und getrocknet. Und durch diesen Fermentationsprozess entstehen eben die Fruchtsäuren in der Kakaobohne. Und das macht später auch maßgeblich den Geschmack aus, den wir mit in unsere Schokolade bringen. Was heißt genau fermentiert? Was passiert da? Also die Kakaobohnen an sich werden mit diesem Fruchtfleisch, von dem ich eben gesprochen habe, in so große Holzbottiche gegeben. Dann werden Bananenblätter oben drauf gelegt und dann gären die vor sich hin. Das dauert 4 bis 6 Tage. Dann entstehen da Temperaturen bis zu 50 Grad und da findet eben ein Gärprozess statt mit verschiedenen Hefen und Milchsäurebakterien. Und die sorgen dafür, dass sich da eben ein ganz besonderer Geschmack entwickelt. Ganz ähnlich wie bei einem Hefebrot zum Beispiel auch. Da findet ja auch eine Geschmacks- und Aromenentwicklung statt. Das findet dort nur eben in den Herkunftsländern statt. Da ist es schön warm, da herrschen perfekte Klimabedingungen. Ja. Dann werden sie dann ausgeliefert. Genau, sie werden nur getrocknet dort vor Ort. Dann kommen sie in große Jutesäcke. Die sind teilweise 50, 55 Kilo schwer. Also die Menschen dort vor Ort in den Ländern müssen schon ganz gut was leisten. Dann werden sie transportiert, meistens in die Häfen und dann werden sie verschifft. Und dann dauert so 2 bis 3 Monate, bis die Kakaobohnen in Rotterdam, in Amsterdam oder in Antwerpen ankommen.
Und von dort werden sie dann halt zu uns hier nach Deutschland gebracht. Also ein langer Weg. Ein sehr, sehr langer Weg. Sehr, sehr viele Handgriffe zwischendurch. Deswegen war es für mich halt auch wirklich spannend, mal vor Ort zu gucken, wer arbeitet mit unseren Früchten, wie werden die angebaut. Natürlich auch, wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort. Genau, Stichwort fairer Handel ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, da fragen auch wahrscheinlich viele Kunden nach, genau, wo kommt denn die Bohne her. Genau, das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man da einen transparenten Weg nachvollziehen kann und dass man halt auch wirklich nachweisen kann, vor Ort wird was gemacht. Die Menschen werden fair entlohnt, es werden Schulen gebaut. All diese Projekte sind natürlich sehr, sehr groß. Da wirken viele Konditoren mit, viele Chocolatiers, aber wir sind eben Teil eines Projektes und das macht Spaß, das dann auch wachsen zu sehen und zu wissen, wo kommt die Bohne her, wer hat damit gearbeitet und wirklich, dass am Ende auch jeder seinen Lohn bekommt. Natürlich dann auch der Unterschied für den Kunden von uns. Natürlich verkauften wir unsere Schokolade teurer, als das eine ganz günstige Supermarktschokolade ist, aber bei einer Tafel für 50 Cent... Ja, da muss man sich natürlich auch fragen, was bekommt der Bauer in Peru oder in der Elfenbeinküste oder auf Indonesien noch? Der kann ja gar nicht viel davon bekommen. Also lieber ein bisschen mehr zahlen und man bekommt auch eine wirklich gute Schokolade dann. Das ist richtig, ja. Nochmal zurück zu diesem Baum. Es ist ja ganz spannend, also wenn die ja wirklich am Stamm hängen. Wie lange braucht denn so ein Kakaobaum, bis er überhaupt Früchte trägt? Bis er Früchte trägt, dauert so 2 bis 3 Jahre. Diese Kakaobäume werden auch gar nicht so arg hoch, nur so 2,5 Meter. Das heißt, das Ernten braucht man auch keine Leiter für oder so. Das kann man wirklich im Stehen machen. Und dann findet die Ernte meistens 2-mal im Jahr statt. Die Klimabedingungen sind dann natürlich sehr gleich. Das heißt, man hat gleichbleibend über das ganze Jahr relativ warme Zeiten, so um die 40 Grad meistens tagsüber. Und dann natürlich immer mal wieder Regenfälle. Also ein Kakaobaum braucht auch sehr, sehr viel Feuchtigkeit. 2-mal im Jahr trägt er seine Früchte und dann pro Kakaobaum so um die 20 bis 30 Stück. Das kommt so ein bisschen auf die Sorte an. Also steckt ganz schön viel Arbeit drin, wenn man das so hört. Ja. Wo kommt die Schokolade eigentlich ursprünglich her? Wann wurde erste Schokolade gegessen? Irgendwann muss man ja auf die Idee gekommen sein, diese Bohnen mal zu verarbeiten. Ja, also die erste Schokolade wurde gegessen vor über 3000 Jahren. Schon sehr, sehr lange her. Und zwar kommt die Schokolade ursprünglich von den Azteken und von den Mayas, also den Ureinwohnern Süd- und Mittelamerikas. Ganz lange Zeit wurde die Schokolade aber nur in flüssiger Form getrunken. Also bei den Azteken und Mayas hieß dieses Getränk Schokolatte, auch Trank der Götter genannt und war sehr, sehr angesehen, was wirklich Besonderes. Damals wurden die Kakaobohnen in so ein großes Steinbehältnis getan und einfach zermahlen, wie so ein großer Mörser. Dann wurde ein bisschen Wasser dazu gegeben und eben Gewürze, die dort hatten, Chili, Muskat, Pfeffer und so weiter. Und das wurde dann als relativ bitteres, würziges Getränk vorzugsweise dem Aztekenkönig oder seinen Besuchern gereicht. War wirklich auch ein Handelsmittel. Also die Kakaobohnen wurden dort vor Ort auch als Handelsmittel genommen. Und dann zu uns nach Europa ist die Schokolade erst im 15. Jahrhundert gekommen durch die Entdeckung Südamerikas. Hat Kolumbus und die Spanier die ersten Kakaobohnen auch an spanische und italienische Höfe gebracht. Und dort wurde es natürlich auch erst vom Adel genossen. Also so ein Massenkonsumgut ist es wirklich erst seit den 70er, 80er Jahren geworden. Am Hof wurde es dann getrunken und mit Beginn der Industrialisierung wurden dann auch die ersten Maschinen im 18. Jahrhundert entwickelt, dass man Schokolade in größerer Menge herstellen kann. Es gab dann eine wesentliche Entwicklung und Entdeckung, die Conche, hatte ich eben schon mal angesprochen. Also die Maschine, die dafür sorgt, dass die Schokolade cremig und schmelzig wird. Das heißt, ab dem Beginn konnte man Schokolade auch als Tafelform essen. Dann haben die Belgier Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Pralinen entdeckt und entwickelt. Das heißt, dann gab es auch schon die ersten Pralinen. Ja, und so seit den 70er, 80er Jahren kennt man halt Schokolade hier bei uns in Deutschland auch, dass die wirklich gerne und auch viel gegessen wird. Mittlerweile werden über 80 Millionen Tonnen angebaut und über 60% davon wird hier bei uns in Europa verzehrt. Und die Schokolade als Getränk gibt es natürlich auch immer noch und mittlerweile ja auch wieder am Stiel. Ne? Es ist ja auch so ein, ja, auch ein besonderer Genuss, so eine Schokolade am Stiel, die man dann in die Milch taucht, die sich dann auflöst, auch in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ja, ich weiß gar nicht, woher die Empfindung mit dem Stiel kommt, aber es ist halt wirklich nochmal dieses Erlebnis, sich seine Schokolade selber zubereiten zu können, nicht einfach nur eine Tasse serviert bekommen, wo man jetzt die Schokolade schon drin hat, sondern man hat die heiße Milch, gibt dann den Stiel mit Schokolade rein, kann sich selber umrühren, kann vielleicht auch mal die Schokolade pur probieren. Also ich finde es eine sehr, sehr schöne Idee. Ein schönes Genussmittel, gerade für kalte Wintertage oder im Herbst auch. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass die meiste Schokolade hier aus Belgien kommt oder das
Belgien so das innovativste Land war. Genau, also die Belgier hatten schon immer den großen Vorteil, dass sie den Hafen hatten. Bis die Schokolade in die Schweiz kommt, musste sie lange erst über Flüsse dorthin transportiert werden. Die Belgier kommen natürlich ganz leicht an Kakaobohnen ran und sind mittlerweile auch weltweit der größte Hersteller für Schokoladen. Also die größten Schokoladenwerke sitzen in Belgien. Aber auch die Schweiz blickt auf eine sehr, sehr lange, jahrhundertealte Tradition der Schokoladenherstellung zurück. Die verwenden wirklich noch sehr, sehr ursprüngliche Bohnen. Die haben sich auch auf die Fahne geschrieben, dass sie nur Milch verwenden, die auch aus der Schweiz kommt. Das heißt, jede Schweizer Schokolade muss in der Schweiz hergestellt werden. Das ist klar. Aber es muss auch Milch drin sein, die aus der Schweiz kommt. Also die haben da sehr, sehr schöne und strikte Richtlinien, die die Schokolade dann natürlich auch besonders machen. Also die Konkurrenz ist auch groß. Ja, ja, absolut. Und darüber reden wir auch gleich noch ein bisschen über das, was Sie auch alles vorhaben noch. Erst hören wir noch eine Musik. Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht, die Sie, glaube ich, auch sehr gerne hören beim Schokoladenproduzieren oder beim Tortenerstellen. Was ist das? Genau, ich habe ein Lied mitgebracht aus dem Film La La Land. Ein sehr frisches Lied. Als Konditorin hat man natürlich so ein bisschen den Nachteil, man muss immer früh aufstehen. Das heißt, mein Wecker klingelt immer so um 4:30. Das heißt, morgens früh brauche ich immer so ein bisschen peppige Musik, dass ich dann auch wach bin. Und das ist eigentlich so ein Lied, was mich gerade zur Zeit morgens sehr gerne in der Backstube begleitet. Und das heißt Another Day of Sun.
Aus dem Film La La Land war das der Titel Another Day of Sun. Annette Klingelhöfer ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, Schokoladensommelier. Sie haben jetzt sind eingestiegen in den elterlichen Betrieb, die Konditorei Klingelhöfer in Marburg. Sie sind Konditormeisterin und jetzt auch Schokoladenexpertin. Wie viel Tradition braucht so ein Familienunternehmen, 130 Jahre immerhin, und wie viel Innovation? Man muss da ja, glaube ich, schon ein ganz gutes Geschick dafür haben, wie man so einen Betrieb jetzt weiterführt, der auf Tradition ja auch basiert. Genau, das ist ganz wichtig, dass man den beiden so ein bisschen die Waage hält, sowohl Tradition als auch Moderne. Wir sind natürlich in Marburg sehr, sehr bekannt. Das heißt, wir haben viele Produkte, die von bestimmten Kunden geliebt werden. Das heißt, wenn ich jetzt morgen sage, es gibt komplett ein ganz neues Produktsortiment, dann wäre der ein oder andere doch enttäuscht. Deswegen versuche ich gerade unsere Klassiker-Rezepte von meinem Großvater, aber auch von meinem Vater immer wieder aufzuleben, vielleicht so ein paar Nuancen anzupassen und natürlich auch gleichzeitig immer mal wieder einzelne moderne Produkte mit ins Sortiment zu nehmen. Zum Beispiel Macarons ist so ein Thema, kommt aus Frankreich. Das sind diese kleinen, bunten Baiser-Gebäcke mit leckeren Frucht- und Schokoladenfüllungen. Habe ich letztes Jahr ausprobiert, ist super gut angekommen, werden wir auch dieses Jahr wieder machen. Das andere sind, dass man im Bereich Hochzeitstorten so ein bisschen innovativ wird, dass man da auch wirklich mal moderne, ausgefallene Kreationen wagt. Das kommt auch oft bei den Brautpaaren sehr, sehr gut an. Aber da muss man vorsichtig sein. Also es gibt auch genauso gut Kunden, die schätzen eine klassische Schwarzwälder Kirschtorte und die sollte halt wirklich auch heute so schmecken, wie sie letztes Jahr geschmeckt hat, als der Kunde zuletzt bei uns war. Haben Sie da auch so Traditionsrezepte, die Sie auch nicht preisgeben? Ja, wir haben tatsächlich so einige alte Rezepte von meinem Ururgroßvater noch, die wir noch in ähnlicher Art und Weise herstellen. Die sind jetzt nicht im Hochsicherheitstrakt eingeschlossen, aber die sind schon gut bewahrt. Das Gleiche gilt für besondere Gewürze, die wir verwenden, wo wir natürlich auch nicht immer preisgeben, in welchem Verhältnis und mit welchen Gewürzen genau wir da spielen, weil das macht natürlich, ich sag mal, in der Weihnachtszeit ein besonderes Gebäck oder im Sommer eine besondere Eistorte aus, dass da halt wirklich so feine Geschmacksnuancen sind, die es so nur bei Klingelhöfer gibt. Jetzt kommt die Schokolade noch hinzu. Ich denke mal, die wird etwas aufgewertet, dadurch, dass Sie jetzt auch Schokoladenexpertin sind. Da bringen Sie jetzt einiges mit. Was haben Sie da noch vor? Sie haben vorhin schon ein bisschen angesprochen, Sie würden noch gerne Öffentlichkeitsarbeit machen, Seminare anbieten. Also das Thema Seminare liegt mir sehr am Herzen, weil ich merke natürlich, Schokolade ist ein Leidenschaftsprodukt, nicht nur für mich, sondern da kann man wirklich vielen Menschen Lust drauf machen. Ich biete und möchte das auch in Zukunft machen, gerne noch mehr Seminare anbieten. Das heißt auch zum Thema Tastings, dass ich mit Kunden besondere Schokoladensorten verkoste, auch mal in Kombination mit Wein, mal in Kombination mit Whisky oder ich hatte es jetzt auch schon in Kombination mit Brot. Aber dass man wirklich mit den Kunden zusammen erarbeitet und denen zeigt, wie schmeckt die Schokolade, woran erkenne ich eine gute Schokolade, was kann ich daraus natürlich auch Schönes machen, dass der Kunde so ein bisschen die Hochwertigkeit und die Besonderheit des Produktes noch mehr kennen und schätzen lernt. Das liegt mir sehr am Herzen, ja. Und dieses Kombinieren von verschiedenen Lebensmitteln, wie Sie gesagt haben, Wein und Schokolade, Whisky und Schokolade, das ist ja auch im Kommen. Da kann man ja im Prinzip ganze Abendveranstaltungen machen und Geschichten miterzählen. Absolut. Also das Thema Food Pairing ist gerade sehr, sehr im Trend. Das funktioniert auch super mit Schokolade. Wein und Schokolade ist so ein bisschen der Klassiker im Food Pairing. Also, dass man einen kräftig dunklen Rotwein mit einer herben, vielleicht gleich rauchigen Zartbitterschokolade gut kombinieren kann. Ich denke, das ist jedem geläufig. Aber dass man eine schöne Milchschokolade auch mal zu einem etwas säuerlichen Riesling genießen kann beispielsweise, das passt auch total toll. Zu einem perligen Champagner, was würde da passen? Da würde ich tatsächlich eine schöne weiße Schokolade oder eine relativ helle Milchschokolade empfehlen. Ja, also das passt sehr gut. Und dann natürlich auch die Überlegung, wie können wir das in unsere Produkte umsetzen? Was können wir daraus für tolle Pralinen machen, die vielleicht mit einem schönen Champagner gefüllt sind? Welche Schokoladen verwende ich dafür? Ich möchte in Zukunft noch mehr Herkunftsschokoladen verarbeiten. Das heißt, wirklich noch in andere Länder reisen. Mal nach Kolumbien, auch mal nach Indonesien. Selber in Länder reisen, wo ich dann auch später Kakaobohnen herbeziehen möchte, dass man noch viel, viel mehr Variationen seinen Kunden anbieten kann, was das Thema angeht. Also man kennt das ja selber vom Backen oder vielleicht auch Pralinen herstellen, wer sowas schon mal gemacht hat, dann wird mal genascht und dann wird mal der Finger abgeleckt und irgendwann dann mal, oh, so viel Süßes. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie gesagt haben, jetzt kann ich wirklich keine Schokolade mehr sehen oder keine Torten mehr sehen? Bisher noch nicht. Nein, bisher noch nicht. Ich bin da auch ganz froh drüber. Bisher ist es mir noch nicht passiert. Wobei ich sagen muss, ich esse schon viel Schokolade, aber bei mir ist es eher so, dass ich
einzelne Sorten probiere und dann eher mal ein, zwei Stückchen oder eine Praline. Es ist nicht so, dass ich dann gleich die ganze Schachtel aufesse. Sonst würde das vielleicht leichter passieren. Aber durch so einen gewissen konstanten, aber bewussten Konsum hoffe ich, dass ich nie an den Punkt komme, wo ich keine Schokolade mehr mag. Sie sind auch rank und schlank. Das Gute an meinem Beruf ist, ich stehe den ganzen Tag. Das heißt, ich bin den ganzen Tag in Aktion und verbrenne auch viele Kalorien. Das heißt, ich kann dann auch ruhig mal ein, zwei Pralinchen zwischendurch naschen. Also ich merke, dass mein Körper eigentlich auch immer mal zwischendrin braucht. Im Gegensatz, wenn ich im Urlaub bin, mal länger unterwegs bin und ich kriege keine Schokolade, dann werde ich eher nervös. Also es ist eher andersherum. Also die Frage, was erhält die Lust auf Schokolade, muss ich gar nicht stellen. Das heißt, dosiert genießen. Dosiert genießen, dann wird man dem Ganzen auch nicht überdrüssig, ja. Und wenn Sie mal nichts mit Schokolade, mit Torten zu tun haben, gibt es da noch ein bisschen Freizeit oder irgendwas, was Sie sonst gerne machen? Ja, eigentlich relativ viel. Ich bin sehr gerne in der Natur. Ich segel leidenschaftlich gerne. Ich laufe gerne. Eigentlich viel draußen sein, das tut immer gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Annette Klingelhöfer, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht, die Sie auch gerne beim Backen, Kneten, Kreieren hören. Von Andreas Burani, Wunder. Genau, das ist so ein Lied, was mich immer mal wieder zwischendrin motiviert. Es gibt ja auch Tage, wo man vielleicht mal nicht so kreativ ist und sich dann abends fragt, ach, hätte ich nicht das Produkt anders machen sollen oder so. Aber das ist ein Lied, das höre ich gerne. Das motiviert mich beruflich, aber auch persönlich immer. Gastgeberin war heute Christiane Hillebrand. Nochmal ganz herzlichen Dank, Annette Klingelhöfer.